Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Ja, yeah. Wir versuchen weiterhin unser schönes Zuhause hier, unseren Laden aufzupimpen und den Leuten allerhand Sachen zu verkaufen und wir müssen natürlich weiterhin Aufträge erfüllen. Das bedeutet, wir müssen schauen, dass wir in 2 Tagen Spornbusch-Notizen haben. Und wir brauchen obendrein noch hier Schweißkanonen. Die sind im neuen Dungeon zu finden, den wir ja schon in der letzten Aufnahmesession freigeschaltet haben. Schnieke sind wir wie immer, hervorragend. Und ich würde sagen, dass wir auch gleich in den Dungeon aufbrechen. In den Wald-Dungeon. Ah, da haben wir ein Portal. Ist das das Waldportal? Ich habe es vergessen. Wir wollen mal schauen. Wenn es ansonsten der neue Dungeon ist, ist ja auch wurscht, dann könnten wir uns nach dieser Schweißkanone umschauen. Wenn es der Wald-Dungeon ist, passt perfekt. Ja, passt perfekt. Ich habe es vergessen gehabt, Entschuldigung. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen zu laut, ne? Das ist nicht so super. Das heißt, ich muss hier nochmal ein bisschen die Lautstärke minimieren. Warte jetzt mal kurz ein Momentchen. Wo haben wir es denn? Warte, die Maus. So, warte kurz. Weil das Spiel ist mega laut. Ich habe es eh schon im Hintergrund, in den Optionen schon so leise eingestellt. Ich hoffe, das geht jetzt besser. Ich bin vollkommen unschuldig, ich kann nichts dafür. So, das leert, das haben wir schon gemacht. Alles klar, brav waren wir. Dann geht es einfach darum, die Gegner zu klatschen. Aha, da geht es runter. Dann gleich schauen, ob ich da was übersehen habe. Ich glaube zwar nicht, aber stimmt. So, zack. Der hat natürlich nichts, zack. Der hat doch, der hat was für uns. Halt. Der, ups, da. Und zack. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was es da unten gibt. Okay, hier ein bisschen was. Zack, zack. Zack. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir wieder weg. Zack, zack. Wir brauchen halt spezielle Notizchen. Und ich hoffe, dass wir die gut finden können. Au. Nervt das Scheiße an. So. Ich habe keine Ahnung, ob unten was von Wert ist. Nein, ist nichts. Ups. Ich glaube, die Dinger, die wir suchen, die gab es scheinbar erst in der dritten oder ich glaube dritten Ebene. Ist hier unten was? Ich glaube nicht. Nein. Das heißt, wir haben ein schönes Stück noch zu gehen. Du bist lästig, du Kerl. Und zack. Na, der lebt noch. Das geht aber gar nicht. So, bist du da. Und jetzt du Kerl. Zack. Auch hier kontrollieren wir. Da ist nach wie vor nichts. Hier drinnen. Haben wir alles mitgenommen. Sehr gut. Aha, da sind wir hier. Dann wäre es zuerst von Vorteil, hier rüber zu gehen. Zack. Sehr gut. Zack. Ja, das nehmen wir gerne mit. Und zack. Das nehmen wir auch gerne mit. Zack und zack. Jawohl. Hier ist wieder nichts, nehme ich an. Nein. Wie schaut es mit Leben aus? Noch gut. Muss ich mal schauen. Die sind jetzt verreckt und absichtlich. Kommt mir ein Muss. Oh, hoppala. Ich wollte sagen, passiert mir ja nie, ne? Oh, mitgenommen. Kein böses Monster. Das ist gut. Zack. Na, geh ein. Sehr gut. Ansonsten haben wir da nichts. Dann gehen wir wieder. Badada. Diese Dinge jetzt noch gleich. Vielleicht bin ich hier im falschen Dungeon. Sporenbusch-Notizen. Nein, nein, die waren später, diese Gegner. Das passt schon. So, da ist er. Ein Sporenbusch. Da haben wir ihn schon.
Ein Exemplar. So. So. Zerstört Brücke den Gegenstand in dieser Richtung. Ach ja, falls wir verrecken sollten, wäre es taktisch klüger, diese besonders wertvollen Sachen hier oben zu bunkern. Ja. Wird irgendwas nach Hause geschickt? Zerstört den Flucheffekt. So und so. Ich würde sagen, so. Und so. Mal schauen, was wir da haben. Gut, das können wir stecken. Das ist gut. Dich stellen wir am besten dahin. Nanu? Also hoppala, das ist ganz was anderes. Ich habe mich gerade verschaut. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich glaube, den können wir getrost hergeben. Auch den, weil da haben wir eh 5, dann haben die schon wieder Platz. Na okay, oder auch nicht. Ich hätte auch gern mal Sachen für die Ramschkiste, ne? Das wäre halt echt cool, wenn der Rucksack größer wäre, ne? Wenn man noch so 2, 3... Weil auf der Seite wäre ja Platz, seht ihr das? Da auf der Seite, also... Das wäre halt echt cool, wenn wir da doch 1 oder 2 Rucksäcke kriegen könnten. Dann können wir so einen Dungeon mit einem Ruck fertig spielen, das wäre halt schon cool. ja. Was mache ich denn? Was machen wir denn? Ich würde sagen, die 4 hier, die gehen wir weg, weil wir haben eh 10. Weil, ehrlich gesagt, möchte ich das schon gern mitnehmen. So. Zack. Mach hier unten was? No. Zuerst runter vielleicht. Zack. Und zack. Vielleicht bin ich ja auch nur doof und wir hätten schon längst können einen besseren Rucksack haben, wenn ich gewusst hätte, wo man den herkriegt. Super, die nächste Notiz. 2 haben wir schon. Zack, zack. Sehr gut. Haben wir hier noch was drin? Tatsächlich. Hoppala. Entschuldigung. Zerstört bei Rückkehr Gegenstand in die Richtung. Flucheffekt wird aufgehoben. Zerstört den Gegenstand in der Richtung. Ich glaube, von dem kann man nur 4 tragen, ne? Wir haben Stroh, also wäre es schon mal sinnvoller. Das so zu machen. Dann kann man das hier schon mal stecken. Das werden wir, glaube ich, das werden wir gleich kaputt machen. Das nehmen wir mit. Und ja, das mit dem Sammeln kann ich vergessen. Machen wir so. So, war hier unten was? Nein. Sehr gut. Haben wir da nochmal? Nein, leider nicht. Das sind wieder andere Monster. Ups. Zack. Gut. Zack, zack. Da ist so ein Pack. Zack. Ansonsten ist da nichts. Okay. 2 Notizen sind jetzt halt echt nicht viel, ne? Bam, bam. Das ist echt nicht so viel. Aber das Schöne ist, dass wir jetzt was zum Heilen haben. Ach. Das war jetzt angenehm. Zack, zack. Auch hier haben wir leider nicht das Monster, das wir gerne hätten. Dafür mit einem Schlag alles andere umgehauen. Das ist ja nicht schlecht. Hier unten geht's weiter. Auch hier haben wir leider nicht das Monster dabei, das wir von den Notizen her brauchen. Ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Zack. Drüben geht es weiter. Hier haben wir da auch keinen dabei. Dann wird noch ein Raum sein. Beziehungsweise werde ich hier dann zum Etagenwechsel. So.
Ah, noch schnell genesen. Leider sind auch hier nicht die Gänge, die wir brauchen. Oh, das war jetzt nicht so schlau von mir. Aber ihr kennt mich eh. So, zack, zack. Okay, die Blätter, für die habe ich gar keinen Platz. Schockschwere Not. Streng gesehen könnte ich die wegtun. Die Blätter hätte ich schon gern. So. Jetzt hier... Nein. Gut, einmal noch genesen. Und nächste Abteilung. Jetzt hoffe ich nur, dass das nicht schon der Bossraum ist. Wenn, ist abwurscht. Ich glaube nicht, oder? Ist das hier schon der Bossraum? Ja. Oh? Nein? Na, noch nicht. Dritte Etage. Sehr gut. Das bedeutet... Ich glaube... Na, das machen wir nicht. Wir werden schauen, ob wir noch mehr von unseren Gängen finden, die wir unbedingt dringend brauchen. Um unsere Notizausbeute zu optimieren. So, auch wenn wir hier jetzt da noch Sachen drinnen haben, Gegenstand nach Hause schicken. Mhm. Das ist, hoppala. Das ist hervorragend. Das werden wir auch gleich nutzen. Und werden wir gleich, zack, das mal nach Hause schicken. Was würde noch passen? Ich würde sagen, dieses Holz hier, ha? Das ist auch Holzi, Holzi, Holz. Ich glaube, das ist auch okay. Zerstört den Flucheffekt. Ich glaube, das können wir so probieren. Jawohl. Auf jeden Fall müssen wir das wieder mitnehmen. Geht irgendwas zum Stacken? Soldatenpulver. Bam, bam, bam. Dam, dam, dam. Ich würde sagen, das Wasser hauen wir weg. Ich bin gerade voll am Grübeln. Ich würde auch sagen, die hauen wir weg. Dann haben wir dafür zwei Platz. Das kommt mit. Ach, was soll der Geiz? Das hauen wir auch weg. Und gut ist. Und den Krug, den nehmen wir mit. Von dem hat man eh immer schon so wenig, glaube ich. Wurscht. Egal. Wir müssen jetzt so öfters noch in die Dungeons. Es ist jetzt alles kein Malheur. Zack, zack. Zack, zack, zack. Da schaue ich jetzt nur mal rein, ob es einen Durchgang gibt, tatsächlich. Zack, zack, zack. So, schnell, ruck. Zack, zack, zack. Wir nehmen nichts mit, ich will nur weitergehen. Okay, das war auch ewig fail. Hier ist nicht das Monster, das wir brauchen. Da, 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 da. Ist ja wurscht, hoppala. So, schnell durch. Okay, ich werde bald verrecken. Das ist nicht schön. Ah, sehr gut. Ah, das haben wir jetzt gebraucht. Ah. Angenehm. Sehr gut. Gibt es hier auch nicht das Monster, das wir suchen? Das ist ja echt lächerlich. So, nach Hause schicken geht einiges, das freut mich. Auf jeden Fall das Buch. Das können wir schon stacken. Da geht noch was zum Nachhause schicken. Ich würde sagen, das hier, weil da haben wir 10. Da geht noch was zum Nachhause schicken. Ich würde sagen... So vielleicht. Zerstört den Flucheffekt. Okidoki. Probieren wir es gleich. So. Das können wir hoppala, wunderbar stacken. Genauso wie das hier. Und dann können wir auch schon wieder alles mitnehmen. So, so macht man das Blatt spannend. Ist hier unten was Besonderes? No. Zack, zack,
Zack, da können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Oh oh. Ich habe den Pfeil übersehen. I am selber schuldig. Ich bin selber schuld. Das habe ich jetzt vergeigt. Ich bin selber schuld. Das habe ich jetzt vergeigt. Da bin ich selber schuld. Geh sterben, du Sauviech, echt. Schau dir das an. Das machst du doch absichtlich, dass du jetzt nicht eingehst, ne? Das habe ich echt super gemacht. Oh Gott, da sind Sachen drin. Mhm. Oh Gott. Zerstört bei Rückkehr diesen Gegenstand. Flucheffekt zerstören, gell? Jawohl. Dann fangen wir mal, würde ich sagen, so an. So. Schauen wir mal, weit man stacken kann. Ich glaube nur, obwohl, das geht auf 7. Okay. Dann würde ich sagen, so. Zerstört bei Rückkehr den Gegenstand in gezeigter Richtung, würde ich sagen, mal so. Den Flucheffekt zerstören. Muss man geschickter machen. So, dann kann man das schon stacken. Dann, was haben wir hier? Das wird kaputt, ne? Jawohl, das tun wir mal so. Dasselbe in grün, das tun wir so. Das können wir schon stacken. Ich glaube, da müssen wir Sachen kaputt machen. Mhm. Weg damit. Das hätte ich noch gern so gebraucht. Ich würde sagen, so. Den Schwamm brauche ich vielleicht auch nicht unbedingt. Würde ich sagen, so. So. Und so. Puh, was noch? Nehmen wir den, da haben wir eh nur eins. So. Hätten wir mal den ersten. Da geht eh nichts. Was haben wir hier drin? Oh Gott. Ich glaube, da kann ich sehr viel weghauen. Kann man irgendwas nach Hause schicken, bitte? Schaut nicht so aus. Das ist nicht so super. Doch, hier kann man was nach Hause schicken. Wir zeigen die Notizen auf jeden Fall. Oh, falsch. Das war gar nicht das Ding fürs nach Hause schicken. Hoppala. Habe ich mich vertan. Wir haben eh keine Gegner mehr zum Besiegen. Das sind alles so Sachen, die bei Rückkehr kaputt gehen. Ne? Flucheffekt wird aufgehoben, das passt. Kann man so machen. Kann man wieder stacken. Auch hier wird der Flucheffekt aufgehoben. Zack. Wunderprächtig, kann man stacken. So, gibt es was nach schräg unten? Nein, aber ganz so. Flucheffekt wird zerstört, jawohl. So. Kann man stacken. Das muss ich auf jeden Fall wieder zurückgeben, bevor ich es vergiss. Die sind vielleicht mal mein Bonus. Ich habe keine Ahnung. Und den Rest hau jetzt einfach eisernst weg. Was soll ich machen? Wir haben einfach zu viel Graffel. Ich bin jetzt mich nämlich total vergangen. Ich wollte eigentlich gar nicht da rein. Ich habe vergessen zu schauen, dass das eigentlich ein Bossraum ist. Und ja. Passiert schon mal. So. Und der letzte. Die goldene Truhe. Da kann man ein bisschen was nach Hause schicken. Das wird zu dem. Okay. Also nach Hause schicken würde ich persönlich das hier mal. Das kann man stacken. Bei zu vielen Treffern geht das kaputt. Was zeigst du da an? Zerstört den Flucheffekt in dieser Richtung. Okay. Der Gegenstand wird zu dem. Ich muss gerade schauen.
So, das passt schon mal. Das können wir auch stacken. Das können wir jetzt auch stacken. Zerstört den Flucheffekt. Ich würde sagen, probieren wir es mal mit den Dingen. Zerstört den Flucheffekt. Dann noch einmal. Ich würde sagen, so. Okay, da kann man nicht viel stacken, ne? So. das geht noch. Dann können wir eigentlich mal so platzieren. Der Gegenstand wird zu dem, würde ich sagen. So. Geht bei Rückkehr verloren. Zerstört der eine. Wird zu dem. Obst zu Obst, sehr, sehr schlau. Würde ich sagen, so. Dann würde ich sagen, einfach voll machen, was noch geht. Der bringt sie eigentlich eh nichts. Den können wir eigentlich kaputt machen. Würde sagen, das machen wir auch kaputt. Und den auch. So. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Das war so episch von mir wieder mal. Das ist einfach nur unglaublich. So, dann gehen wir weg. Ah, Zocki, Zocki. Was soll man noch machen mit dir? Jetzt habe ich echt Mist gebaut. Richtigen Mist. Das war nicht sehr schlau. Was haben wir hier? Investition statt. Hätten wir aber eigentlich alles, ne? Was wäre dann noch? Da haben wir auch alles ausgebaut. Was möchte er? Sonst Shop vielleicht. Oh, da haben wir gerade geschaut. Da hat doch irgendwas geleuchtet, ne? Bin jetzt echt verwirrt. Was meinen die? Der hat da unten sowieso zu. Der macht nur tagsüber auf. Das heißt, wir können jetzt mal unsere Taschen ausleeren. So. Hoppala, falsche Richtung, Entschuldigung. So. Okay, wir sind voll wie ein Christbaum. Okay. Hier haben wir unsere Aufgaben drinnen. Hier haben wir unser Heldenzeug. Hier können wir voll andreschen. Genau. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Okay, was haben wir da oben drin? Da haben wir einiges weggeschickt. Genau, haben wir hier auch noch was? Nein. Halt, den nicht. So. So, sehr fein und weiter geht's. Nächstes Ründchen. Ich muss jetzt dann echt einmal schauen, wenn wieder Tag ist, dass wir zu dem einen besonderen Händler kommen. Vielleicht haben wir ja ein Glück. Hä? Warum ist da jetzt ein Teleporter? Da bringt uns hier wieder her, oder? Ach so. Hey, das ist aber cool. Ich habe dann vielleicht doch nichts verhaut. Also nichts schlimm verhaut. Aber das ist jetzt gerade nicht schlecht.
ist jetzt nicht schlecht. Ich bin gerade entzückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht haben wir jetzt ein Glück und dürfen und können vielleicht jetzt da unsere Notizen quasi und darf ich sagen fertig machen. Ah, ich gehe falsch, hier waren wir schon, da ist eh nichts. So. Da bin ich eigentlich eh falsch, ich muss in andere Richtung rüber. Hier rauf. Zack, zack. Auch hier sind leider nicht die Gegner, die wir brauchen. Schock, schwere Not. Geh sterben, erst. Kreuzbirnbaum. Ja. So. Aber jetzt. So. Mal schauen, ob wir hier brav waren. Nein. Also, der Gegenstand wird zudem irgendwas mit Fluch aufheben, haben wir nicht. Okay. Das heißt, die werden jetzt wieder ordnungsgemäß platziert, damit die keinen Schaden anrichten können. Der Gegenstand wird zudem, können wir eigentlich mal so probieren. Bei zu vielen Treffern geht der Gegenstand kaputt, also mit dem werden wir jetzt mehr Sicherheit verlieren. Wurscht. Auch hier ist leider nicht der Gegner, wow, ouch, der Gegner dabei, den wir brauchen. Ist eigentlich mehr als schade. So. Wahrscheinlich kann ich den Auftrag gar nicht erfüllen. Haha. Das wäre wieder mal super. Die sind sehr rar, scheinbar. Pro Alter. Pro Ebene nur zwei oder was? Auch hier ist keiner dabei. Es ist echt, es ist eigentlich schon ein bisschen erbärmlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, nach Hause teleportieren. Würde ich sagen, der. Dann nach wie vor der Gegenstand wird zu dem. Bei Rückkehr wird der Gegenstand zu dem. Bei Rückkehr wird der Gegenstand zu dem. Geht kaputt. Und das wird bei Rückkehr zerstört. Das lassen wir mal nicht zu. So. Zack. Zack. Ja, und dich, mein Freund, müssen wir entsorgen. So. Nächster Raum. Ich hoffe, dass wir da was kriegen. Na, wieder nicht. Das darf nicht wahr sein, ey. Au. Alter, ist jetzt lästig. Boah, hey, hör auf. Du bist lästig. Weißt du das? Extrem lästig. Genau wie du. Du Dreckschleuder. So, ist jetzt eine Ruhe. Jetzt kann ich noch einen Trank saufen, wenn es so weitergeht. Sollte ich vielleicht echt. So, haben wir da unten was Besonderes? Nein. Dann gehen wir wieder. So, der Part wäre auch gleich zu Ende. Da oben war mal. So, jetzt geht noch darüber. So wie es ausschaut, gibt es in der Ebene gar keins von den Viechern. Oh, da ist eins. Zwei. Wow! Unglaublich! Jackpot. Zack. Zack, zack. Das darf ja nicht wahr sein. So, da werden wir gleich Platz machen. Für die ups, Notizzettel. So, haben wir noch Platz für was anderes? Da können wir es decken. Genauso wie hier, warum das einzeln ist. Schü. So. Sammeln, 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 sammeln. Gut. Da haben wir zwei mehr. Das heißt, wir haben jetzt vier, fehlen noch sechs. Da sind wieder keine, ist eh klar. Scheint tatsächlich so zu sein, zwei pro Ebene oder was? Na, gute Nacht. Autschi, autschi, autsch. Autsch. So, der ist auch erledigt. So, du Kerl. So.
Immer schön eingehen. So, was haben wir hier? Oh Gott. Gegenstand geht kaputt. Jawohl. Dann tun wir dich mal hier hin. Genauso wie der. Der geht auch kaputt. Tun wir dich mal hier hin. Der Gegenstand geht kaputt, wenn wir zu viel kassieren. Dann tun wir dahin. Der Gegenstand wird zu dem bei Rückkehr. Dann tun wir, glaube ich, dahin. Und du gehst bei zu vielen Treffern auch kaputt. Dann tun wir dich weg. So. Zack. Ah! Wenn man den Spiegel anklickt, zuerst und dann auf den Gegenstand, den man weghaben möchte, geht das besser. Ach so. Ja, das muss man auch wissen. Das muss man wissen. Und da ist nichts. Gratuliere. Naja, eigentlich können wir hier so bleiben. Und uns rausporten. Ach, jetzt habe ich mich verdrückt. Herrschaftszeiten. So, ja bitte. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Aber ich fürchte, das Schweißgerät wird dann umso schwieriger. Passt genau, jetzt können wir nämlich auch den Part beenden. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!